der praktisch am Computer mit dem Mikrofon, bisschen weg von Fatma, kann sie am Bildschirm sehen. Ich sehe genau das gleiche wie ihr. Die hängt jetzt praktisch auf eine leere Nadel und auf eine volle, die zwei Schlaufen, die vom Anschlag ja gebildet wurden. Und ich höre mich aber am Computer nicht, weil sonst würdet ihr alles doppelt hören. Wenn das für euch jetzt irgendwie blöd ist, wie gesagt, schreibt in die Kommentare, dazu sind wir ja da. So, wir haben uns ein Muster ausgesucht, Nummer 116. Ist korrekt, ne, Papa? Ja. Und zwar ist es ein Schuppmuster. Und wichtig ist, dass man den ELA-Faden jetzt rausnimmt. Sonst wird die ganze Mütze zu klein. Weil der Sinn ist ja, Bündchen ist eng am Kopf. Und beim Beanie kommt das, was danach ist, soll dann ein bisschen puffig sein. Kannst du mir schon sagen, wie viel rein? 50? Okay. Einstellung 8, 50 rein. Auch da müsst ihr sehen, wenn ihr das euch strickt, dass die für die Höhe das korrekt ist. Danke, Elli. Ist wieder ein relativ einfacher Schnitt. Und wie ich Fatma kenne, sind wir dann in einer halben Stunde fertig. Hier rein, einfach glatt. Weil schon dadurch wird die Mütze an der Stelle kleiner. Weil glatt ist ja enger als Schupp. So, dann hängen wir jede zweite Nadel um. Das eine strickt, eine nicht. Und Einstellung 3 machen wir wieder 4 rein.
Telefon.